schon, lad jetzt unser Spiel herunter. Sammle die Äpfel und kreiere deinen eigenen Schneewittchen-Stil. Als die Bauernhofbewohner ein Picknick machten, ging etwas sehr Komisches an ihnen vorbei. Was ist denn alles? Hast du das gesehen? Als sie genauer hinsahen, bemerkten sie, dass es Wolf auf hölzernen Stelzen war. Mann, jetzt ist es schwieriger als ich dachte. Hi. Oh. Wolf, was machst du? Wer ist da? Ich bin's, Wolf, der Träumer. Oh, Träumer, deine Hörner sehen so klein aus. Wolf, deine Beine sind wirklich lang. Du wirst es noch bereuen, wenn diese Beine ihr Ziel erreichen. Ich mach keine Scherze, Wolf. Es sieht einfach sehr anders aus. Noch ein Schritt. Noch ein Schritt. Hier bin ich. Es stellte sich heraus, dass Wolf auf den Apfelkuchen aus war, den Modische zum Abkühlen auf die Fensterbank gestellt hatte. Sieh dir das an, Träumer. Köstliche, warme Apfelküchlein mit Zähnen. Wo sind sie, Wolf? Hä? Ich kann nicht sehen. Das sind die Vorzüge am Stelzenlaufen. Warte, lass mich mal sehen. Out! Stopp! Ich verliere das Gleichgewicht! Genau da. Guten Morgen! Was macht ihr hier? Oh, ich kann nicht aufhören! Mami! Autsch! Das war ein übler Sturz! Alles deinetwegen! Wenn du nicht auf mich raufgeklettert wärst, würde ich jetzt Apfelkuchen essen. Du hättest dir den Mund verbrannt, Wolf. Die waren immer noch sehr heiß. Ich hätte gepustet und sie wären abgekühlt. Sei nicht traurig, Wolf. Lass uns ein Spiel spielen, um dich aufzuheitern. Welches Spiel? Verstecken? Das Was-wäre-wenn-Spiel. Was ist das für ein Spiel? Nie davon gehört. Einer von uns wird etwas Merkwürdiges sagen. Dann fantasieren wir darüber. Am Ende werden die verlieren, die nicht tagträumen können. Ich hab überhaupt nichts kapiert. Zum Beispiel, was wäre, wenn wir alle wirklich lange Beine hätten? Wir hätten Kuchen. Okay, das zähle ich. Und ich sage, wir könnten uns nicht selbst die Schuhe zubinden. Wir müssten immer Hilfe von jemand anderem bekommen. Cool. Das klingt lustig. Lass es mich versuchen. Aha, ich hab's. Die Türen unserer Häuser würden riesengroß sein. Hosen wären viel teurer. Guck, wenn du es dir nicht vorstellen kannst, verlierst du. Warte. Ich denke, ich hab's. Wir könnten ganz einfach das Obst an den oberen Ästen der Bäume erreichen. Wir bräuchten keine Leiter. Ja, Nun, du bist dran. Lass sehen. Ich denke, aber alles, was mir in den Sinn kommt, ähnelt dem, was wir zuvor gesagt haben. Du sagtest, die Türen würden hoch sein. Also kann ich nicht sagen, dass die Sitze hoch sein würden. Sehr ähnliche Sachen. Dir fällt also nichts ein? Mir fällt nichts ein, Wolf. Du hast das Spiel gewonnen. Ich hab gewonnen? Hurra! Was habe ich gewonnen? Habe ich einen Kuchen gewonnen? Es gibt keinen Preis. Ich habe gewonnen. Hurra! Das ist ein tolles Spiel. Sollen wir nochmal spielen? Ja, ich mag es auch. Aber diesmal sagst du mir, was wäre, wenn? Wenn es so wäre, warte. Wenn wir alle Flügel hätten. Das ist lustig. Wenn wir Flügel hätten, wäre es sehr einfach, von einem Ort zum anderen zu kommen. Wir würden kein Fahrrad fahren oder Autos fahren. Wenn wir Flügel hätten,
dann bin ich mir sicher, gäbe es ein spezielles Shampoo, um sie zu waschen. Flügel-Shampoo. Das wäre mir nie eingefallen. Wenn wir Flügel hätten, hätten unsere Jacken zwei Löcher am Rücken. Wenn wir Flügel hätten... Warte. Würden wir niemals irgendwo runterfallen, weil wir fliegen könnten? Oh ja, jetzt bin ich dran. Wenn wir Flügel hätten... Oh, vielleicht könnten wir nicht fliegen. Oh, wenn wir nicht fliegen könnten, wäre es nutzlos, Flügel zu haben. Autsch, autsch, stopp, bitte, autsch, Hilfe! Wenn wir Flügel hätten, würden wir ganz anders boxen. Träumer! Okay, ich hab nichts gesagt. Ich will nicht mehr über Flügel nachdenken. Nun gut, wenn wir unter Wasser leben würden, oder goldene Haare hätten, oder wenn die ganze Welt dieselbe Sprache sprechen würde, oder wenn wir bereits sprechen könnten, wenn wir geboren werden. Spielen mir die alle? Ich habe nie über solche Dinge nachgedacht. Dann lass uns spielen. Aber vorher muss ich noch etwas erledigen. Der Wolf auf Stelzen läuft wieder Richtung Kuchel. Hüßlein, ich komme. So köstlich. Wolf näherte sich schließlich dem Fenster. Küchlein, meine Kuchen, sie sind weg. In dem Moment kam Modische aus der Tür mit Kuchen in der Hand. Freunde, ich habe für jeden von euch ein Küchlein gebacken. Kommt und holt sie. Alle kamen und nahmen ein Stück Kuchen, aber Wolf konnte sich nicht bücken. Stopp! Lass mir auch etwas übrig! Alle Kuchenstücke waren weg und der Wolf sah von oben zu. Sie sind alle weg. Wolf, wie wäre es mit deinem letzten Spiel? Nein, Träumer. Ich bin überhaupt nicht in der Laune zu spielen. Reiß dich zusammen. Ich spiele mit mir selbst. Was wäre, wenn ich ein Stück Kuchen in meiner Hand hätte? Träumer, du hast eins. Hurra, das ist für mich. Natürlich, du Dummerchen.